Hier ist natürlich was ganz Schlimmes passiert. Da war der Urlaub erstmal zu Ende, so kann man sagen. E-Bikes komplett zerstört, die hinten drauf waren. Einer ist hinten drauf gefahren und das Ganze hat natürlich richtig große Auswirkungen gehabt. Hier sieht man den Anstoß, hier sieht man die Verformung. Ich als Laie muss sagen, wenn hier natürlich Stoßfänger, Seitenteile vielleicht noch drauf wären, dann sieht das alles nicht so schlimm aus. Aber hier ist schon deutlich zu sehen, das ziehe ich nicht mit dem Halskettchen wieder raus, ja, sondern das ist eine enorme Verformung. Wir sind bei Andreas mal rein. Grüß dich, Andreas. Hallo, schönen guten Morgen, Sven. Hallo, liebe Zuschauer. Ja, aus der Serie Dinge, die man nicht sehen muss, aber man ertragen muss, sind Unfälle bei Wohnmobilen. Und die habt ihr ständig, oder? Ja, die gehören einfach dazu. Klar, mit den steigenden Zulassungszahlen von Reisemobilen wird natürlich auch das Risiko größer, dass Fahrzeuge in Unfälle mitverwickelt sind, so wie es jetzt hier ist. Auch hier wieder ein Stauende auf der Autobahn. E-Bikes waren hin. Stauende Autobahn. Stauende auf der Autobahn, ganz genau. Auch hier die E-Bikes total beschädigt und dann halt hinten auf die linke Ecke den Anstoß bekommen. Glück im Unglück, weil wenn er zwischen zwei LKWs, hat man ja schon böse Sachen gesehen. Ja gut, okay, er ist vorne noch irgendwo anders zwischengeschoben worden, da hat er noch ein bisschen Wir gucken uns das mal an. Bekommen. Wobei das ist jetzt keine große Aktion, da ist er hier an die Leitplanke gedrückt worden. Naja, also Jochen, komm mal kurz her. Wir haben nämlich das Schweizer Taschenmesser des Sachverständigen hier. Ja. Das ist Jochen Kölsch. Grüß dich, Jochen. Hallo, hallo Sven, hallo Zuschauer. Sag mal, ist das schlimm, wenn man Kölsch heißt? So, man geht einen trinken? Nein, den Namen kriegst du auch nicht vererbt. Den musst du dir erarbeiten an der Theke. Du kommst aus Hessen oder aus Nordrhein-Westfalen? Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ich komme aus Siegen. Da ist auch von der Name leider nicht Kölsch, sondern bei uns ist die Gombacher Brauerei. Krass, ich zeig mal gerade Happel. Du hast noch gesagt, das ist nicht das schönste T-Shirt, was du hast. Du hast auch neue dabei. Ja. Du machst hunderte von Gutachten im Jahr, oder? Für Wohnmobile. Wir sind spezialisiert auch auf Wohnmobile. Wir machen natürlich auch Gutachten für Autos, Motorräder, alles, was mehr oder weniger auf der Straße fährt. Aber ich prinzipiell mal 90% Wohnmobil- und Wohnwagenschäden. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Hier hast du richtig viel zu tun, denn man sieht schon, die Spaltmaße sind nicht mehr original. Ja, das sieht man schon. Der Kotflügel ist aufgeschoben auf der Tür. Das Kniestück, das genannte Kniestück, auch beschädigt und Lack beschädigt. Auch hier muss vermessen werden, da die Leitplanke ja bis unten hingeht, kann der Reifen angestoßen sein und auch die Achshälfte schief sein. Ah, der wurde gegen die Leitplanke geschoben wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Ist gut zu sehen. Hier sieht man, der Spiegel ist nur noch angeklebt. Konnte der denn eigentlich noch weiterfahren, weißt du das? Ja, der ist also mit dem Wagen bis hierher gefahren und das ging also schon noch problemlos. Ne? So, jetzt ist die Frage aller Fragen, das habt ihr mir vorher verraten, ist es ein Totalschaden oder nicht? Baujahr hier von dem? Der ist 2019, hat der Kunde den von uns bekommen. Das ist der zweite, den er hatte. Also fast neu. Und das ist die große Frage. Wenn jetzt ein Totalschaden gewesen wäre, da fragen wir doch direkt mal den Sachverständigen, bekommt der ein neues Auto? Neues Auto bekommst du in einer gewissen Zeit, wenn es neu ist. Da gibt es auch gesetzliche Regelungen. Hier nach einem Jahr ist das nicht mehr so. Dann, das sind andere Sachen. Aber dann gibt es hier zum Beispiel ein Fahrzeugwert in einem Haftpflichtschaden. Gibt es eine 130% Schmerzgrenze. Das heißt, wenn ein Fahrzeug kaputt gefahren wird, kann man das theoretisch 30% über den Wert von dem Fahrzeug reparieren lassen. Aber das gilt nur im Haftpflichtschadenbereich. Kann ich ihn fiktiv abrechnen? Geht das? Sie können auch fiktiv abrechnen, genau. Da hat die Versicherung. Erklär mal, was das ist. Fiktiv ist einfach, Sie tust nach Gutachten abrechnen und dann wird aber im Prinzip von der Versicherung der günstigste genommen. Etwa Reparaturkosten netto. Oder Wiederbeschaffungswert minus Restwert. Sehr schön. So, jetzt war ja die Frage, Zeitwert im Moment von dem Auto 65? Oder? Ja, sagen wir mal so um die 60. Und man muss fairerweise dazu sagen, der Kunde hat 19 irgendwie so Mitte 60, Ende 60 bezahlt. Und wenn wir jetzt vom Wiederbeschaffungswert gerade sprechen, so ein Auto ist auf dem Markt ja gebraucht fast gar nicht zu kriegen. Also reden wir von einem neuen. Und da sind wir jetzt preislich in einer ganz anderen Region unterwegs. Ne? Das ist eben das Problem. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung für die Sachverständigen wie auch für die Versicherer, oder? Ja, klar. Das ist schwierig. Im Prinzip, sagen wir mal, Wohnwagen und Kastenwagen durch diesen Boom und die Reisemobile hast du im Moment überhaupt keinen Wertverfall. Früher sagte man 20% im ersten Jahr einen Wertverlust. Heute gibt es Fahrzeuge 5-6 Jahre alt, dasselbe Wert noch wie damals bezahlt. Ist exakt so, ja. So, jetzt hast du einen schönen Schaden hier, da ist alles kaputt gegangen, oder? Ja, die Seitenwand hinten ist gestaucht, die D-Säule hinten ist eigentlich so mit stabilst am Fahrzeug.
So eingeknickt muss erneuert werden. Die Seitenwand muss neu und dann wird die Wand lackiert bis vorne hin. Aber die Seitenwand geht hier vorne bis zur Falz, oder wie? Die geht bis zur Falz, genau. Sieht man in dem Moment an der Dichtmäde. Genau, hier ist auch eine Dichtmäde. Dann weiß man genau, das Teil von da. Ja. Bis da ist eine Wand und dann gibt es hier nochmal ein Unterteil. Das und das ist auch nochmal ein Teil. So, jetzt ist hier oben ja noch so ein Teil drauf. Ist das da oben auch kaputt? Nein, oben ist nichts kaputt. Okay. Ist nur bis hier reingeknickt, wird aber auch mit anlackiert, wie es sich gehört, und dann wird die ganze Wand lackiert nachher, damit auch farblich kein Unterschied zu erkennen ist. So, das ist jetzt kein UPS-Auto, das heißt, ist leer drinnen, sondern da sind noch Möbel drin gewesen. Wir machen mal auf. Schön ist die Tür, die kannst du kaum noch öffnen, die ist so verzogen, dass... ist die auf der rechten Seite wahrscheinlich noch intakt, oder? Was denkst du? Ja, an der rechten Seite ist noch intakt, aber hier sieht man schon, wie die Kraft hingegangen ist. Dieser Riegel sitzt eigentlich immer gerade. Oh, der ist schief? Der ist schief, genau. Der ist einfach schief, da weiß man, der ganze Druck ist rübergegangen. Das heißt, so Autos, das ist wie diese Mordfälle, wenn ich immer so amerikanische Serien gucke. Du kannst genau sehen, wie der Patient gestorben ist, oder? Ja, kann man schon sehen. Man kann schon sehen, wie der Kraftverlauf ist, auch anhand der Knicke. In dem Fall sieht man sofort Kraft von links nach rechts gewandert. Sag mal, das muss eine enorme Kraft gewesen sein, die so einen Riegel da verbiegt, oder? Ja, sowieso. Ich sag mal, die D-Säule hinten, das ist eigentlich so das stabilste Teil am Fahrzeug. Und so eingeknickt ist schon, zum Glück kommt das auch nicht so oft vor. So, die Tür ist auch schon kaputt? Tür ist auch kaputt, klar. Ja, so, das ist klar. Dann alle Probleme ist ja oft, die ganzen Ersatzteile zu kriegen. Das ist ja, ich glaube, auch für die Wartezeit, oder Andreas? Ja gut, okay, wir haben jetzt hier glücklicherweise fast nur Blechteile, die neu müssen. Die haben wir natürlich im Vorfeld abgefragt, bevor wir jetzt das Auto auseinandernehmen und dann vielleicht monatelang auf Teile warten. Die sind im Moment glücklicherweise alle verfügbar. Im Möbelbau haben wir einige Sachen, die wir halt rausnehmen müssen, um halt eben dann auch dementsprechend an die Blechteile dran zu kommen, um die austauschen zu können. So haben wir jetzt einen Teil des Bodens unten rausgeschnitten und uns eben in Absprache mit dem Sachverständigen dann auch dazu entschieden, nicht den ganzen Boden herauszunehmen, weil das würde bedeuten, dass auch alle Möbel aus dem Fahrzeug herauskommen müssen. Und das ist natürlich dann eine absolute Katastrophe. Jetzt, wo aber jetzt hier schon ein Teil der Möbel raus ist, ist also schon auch eine große Verspannung aus dem Möbelbau raus und Schubladen, die vorher nicht gingen, gehen jetzt schon wieder. Das ist so. Das heißt, die Möbel, die sind nicht ganz kaputt, oder gar nicht? Nein, hinten war verhältnismäßig wenig kaputt, aber wenn man mal, wir gehen mal nach vorne, kann ich mich dran erinnern. Er ist der Beste. Ja, der ist echt gut. Ja. Kann ich mich dran erinnern, 600 Gutachten im Jahr, kann ich mich dran erinnern. Hier ist der Kocher hochgegangen. Hier, los. Ja. So. Nochmal rund 4 Meter weiter geht der Kocher hoch. Ja. Passt ungefähr. 3,50 ist der Kocher hochgegangen. Durch eine, so, da wissen Sie, wie viel Kraft hier reingegangen ist. Krass. Ja, da weißt du doch gar nicht, was vielleicht unten drunter noch alles kaputt ist, oder? Ja gut, okay, wir hatten ihn auf der Hebebühne, wir haben schon geprüft. Unten drunter waren jetzt großartig keine Beschädigungen, außer am Kofferraumboden. Die konnte man natürlich noch gut ziehen später. Aber man sieht hier mal, wie weit die Kraft halt eben durch so ein Auto und durch den ganzen Möbelbau wandert. Ne? Mhm. Aber hier gingen zum Teil auch Klappen nicht mehr auf, als hinten noch der ganze Druck auf der Karosserie war. Das geht jetzt zum Glück schon wieder. Also hat sich das halt dementsprechend jetzt schon wieder entspannt. Ne? Ja, eigentlich ein schönes Auto. Was wäre denn jetzt das Bessere? Komm, wir gehen gerade mal ins Licht, dass man euch ein bisschen besser sieht. Ich habe die Kopflicht nämlich nicht dabei, jetzt gerade für den Dreh, ist nicht schlimm. Was wäre denn jetzt besser gewesen? Wäre jetzt Totalschaden besser oder was kommt raus? Man kann ihn noch reparieren. Man kann ihn reparieren. Die Reparaturenkosten waren, haben gesagt, ich glaube 35.000. 35? Ja, 35.000. Und wenn der Fahrzeugwert über 60 ist, ganz klarer Reparaturschaden. Kann der Kunde, konnte aber in dem Fall auch, weil wir einen Restwert ermittelt haben, und auch entscheiden, ob er nach Gutachten abrechnet oder das verkaufen möchte. Aber es ist ja am Markt auch nicht zu bekommen. Das ist das Problem. Genau das war das Argument halt eben gewesen. Wir haben dann schon geschaut mit dem Kunden zusammen, haben wir eine Möglichkeit, ein vergleichbares Gebrauchsfahrzeug auf den Markt zu bekommen oder wo liegen wir bei einem Neukauf? Und der Kunde hat sich dann ganz klar für die Reparatur entschieden. Klar, repariert ist repariert, das ist einfach so. Da gibt es ja auch eine merkantile Wertminderung, die hattest du festgestellt, glaube ich. Eine was? Merkantile Wertminderung. Das heißt also, wenn ein Fahrzeug einen Unfall gehabt hat und es ist nachher repariert, egal wie es repariert wird, das kann noch so fachmännisch sein,
es ist und bleibt ja ein Unfallauto. Okay. Und dafür ermittelt der Sachverständige eine sogenannte merkantile Wertminderung. Und ich glaube, Jochen, das war irgendwie um die 5.000 Euro, habe ich das richtig im Kopf, um die 5.000 Euro Wertminderung hat das Sachverständigenbüro Happel da ermittelt, was auch absolut am Markt orientiert richtig ist. Und kriegt der Kunde zurück, oder? Die 5.000 Euro bekommt der Kunde im Grunde nur mit als Schaden. Im Grunde sind es 35 und ich glaube plus die merkantile Wertminderung. Und wer kommt denn hin bei 40 mit der Reparaturkosten? Ja, also wir werden mit den kalkulierten Kosten, die das Sachverständigenbüro Happel festgestellt hat, werden wir hinkommen. Sollte sich beim Reparaturweg jetzt feststellen, dass an der einen oder anderen Stelle wir noch was freilegen, was man vielleicht vorher hat nicht sehen können, dann müssen wir ihn wieder anrufen und dann begutachtet er nach. Das ist aber tatsächlich so gut wie noch nie vorgekommen. Also der weiß schon, was er tut. Wie, hier der Jochen? Oder? Ja, der Jochen, der war schon mal okay. Da. Jochen, ihr seid ein Riesenladen, ihr seid der größte Sachverständigenverein für Wohnmobile in Deutschland. Wie hat das angefangen? Weißt du das noch? Ja, hat angefangen. Mein Chef hat angefangen vor circa 25 Jahren mit Gutachten. Und da war ich in der Hümer-Niederlassung als Meister angestellt. Oder warst du 12, oder? Ja, da war ich 12, ja. Da war ich 12, genau, vor 21. Aber, genau. Und da habe ich ihn kennengelernt, wir zwei. Und dann, dann war halt Hümer, war. Und dann habe ich ihm, wir haben dann schon mal zusammengearbeitet auch, haben uns dann mal beschnuppert und dann hat er gefragt, ob ich nicht Gutachter machen möchte. Ob ich bei ihm nicht anfangen will. Du bist Meister oder was bist du? Ich bin Karosseriebaumeister, ich bin Fahrzeugbauermeister und gelernter Fahrzeugstellmacher. Okay. Ist also noch mit Holzverarbeutung. Ich könnte theoretisch schon. Ich krieg gerade eine Gänsehaut, Andreas. Weißt du was? Weil er so qualifiziert ist. Wir sind beide nur Kaufleute. Ja, nee, hast du auch irgendwas gemacht mit Holz? Ich habe nichts mit Holz. Nur Singen und Klatschen. Nee, Singen und Klatschen. Ich war von der Waldorfschule. Ganz genau. Nee, ich habe eine kaufmännische Ausbildung und tatsächlich eine praktische Ausbildung. Ich habe tatsächlich auch Kfz-Mechaniker gelernt. Echt? Ja, tatsächlich. Ich wollte damals unbedingt an Autos schrauben, aber mein Chef hat dann irgendwann festgestellt, der kann noch besser quatschen wie Schrauben. Ja. Den holen wir auch noch in die Ausbildung raus. Sag mal, ist Sachverständiger ist er nicht genormt? Also da kann sich ja jeder nennen, der gerade auslaufen. Ich würde sagen, es ist kein geschützter Titel. Ich selbst bin aber auch geprüft. Ja. Und, wer prüft dich dann? Deine Frau? Oder? Meine Frau, nee. Zack, gibt zum Beispiel die Prüfung, gibt staatliche Stellen. Aber oder was machen die? Wie sieht so eine Prüfung aus? Musst du dann Theorie und Praxis. Da musst du so viel fragen. Du kannst die bauen da Sachen ein zum Beispiel, die musst du finden? Und nein, du musst erstmal gibt einen ganzen theoretischen Teil. Da ist ein ganz normaler, was weiß ich, 150 Fragen, die du beantworten musst. Da kriegst du Punkte für. Ja. Und dann gibt es auch einen praktischen Teil. Da musst du ein Auto begutachten und da Sachen ausfüllen und gucken, ob du es richtig gemacht hast. Und das wird nachher bewertet. Und da musst du so viel Prozent Punkte haben, sonst wirst du das nicht. Hast du bestanden? Ich habe bestanden, Okay. Dann noch beim ersten Mal, auch noch davon abgesehen. Und ich muss jedes Jahr 10 Gutachten zur Verfügung stellen. Von den 10 werden 3 Stück genommen. Die werden dann nochmal geprüft intern, damit auch das Niveau bleibt. Mhm. Und da musst du so viel Prozent Punkte haben. Wenn du die nicht hast, ist dein Titel aberkannt als geprüfter Sachverständiger oder musst Nachschulungen machen. Ja. Wir müssen auch jedes Jahr müssen wir 3 volle Tage Schulungen machen, verschiedenster Art und Weise. Die wir auch, wo mein Chef und wir auch Wert drauf legen. Ich zeig mal gerade Kölsch, ist wie der Name sagt. Den kann man sich merken. Die Schulung ist in Düsseldorf eine Altstadt. Ja, egal wo, bitte egal. Jetzt mal Spaß beiseite. Also es geht ja darum, dass wir wirklich Profis haben, die auch Gutachten erstellen, die später vor Gericht Bestand haben. Weil es kann ja sein, dass so eine Versicherung, dieser 35, und dann ist derjenige, der das unterschreitet, der hasst Wohnmobile, weil er A, die Kohle nicht hat und B, den die auf den Sack gehen, dann sagt er, ich will ein Gegengutachten. Ist das schon mal vorgekommen? Ja, sicher. Der Gegengutachten ist heute oft so. Wir selbst prüfen ja auch Sachen, aber da gibt es immer eine gute Taktik, sag mal, leben und leben lassen. Und vor allem, man muss sich vernünftig unterhalten über gewisse Sachen. Was auch wichtig, der Gutachter kann ja nur gutachten, wenn es noch kaputt ist. Das heißt, ihr müsst dann auf den warten. Ja, das ist schon. Müssen warten. Stellenweise ist es doch auch tatsächlich so, dass wir im Vorfeld schon mal Bilder machen, schicken die runter und er sagt, leg schon mal frei, mach Stoßstange weg, damit ich dahinter gucken kann, wie sind die Anstöße halt dementsprechend weitergewandert. Ne? Da muss man dann halt ein bisschen zusammenarbeiten, weil er kommt ja von weiter weggefahren und wir wollen natürlich, wenn er hierher kommt, auch, dass er an dem Tag das Gutachten fertig machen kann. Ne? Ja, du hast mehrere Servicetechniker. Einer, weiß ich jetzt persönlich, mindestens einer war bei Fiat Professional. Ja, das heißt, der kommt aus dem Bereich. Ja. Was macht
macht ihr denn jetzt selber? Das heißt, ihr habt einen Karosseriefachbetrieb, der mit euch arbeitet? Ganz genau. Also hier in dem Fall machen wir alles, was Möbelarbeiten und Installationsarbeiten sind. Das machen wir selber. Die Seitenwand raustrennen und natürlich hinten die D-Säule. Das macht unser Karosseriebaubetrieb. Ja, das auch für alle anderen UPS-Autos der, und was auch immer. Ganz genau. Der macht im Grunde genommen macht er nur Großfahrzeuge. Da hat er eine extra Abteilung für. Und der kann auch dann solche Sachen so lackieren, dass man dann, wenn das Fahrzeug fertig ist, einen Farbnebel auf dem Dach liegen hat oder so. Das ist halt eben dann sehr wichtig, dass man da jemanden hat, der auch so große Fahrzeuge reparieren kann und auch dementsprechend im Karosseriebau fit ist. Hast du gesehen, der ist Jochen voll in seinem Element wieder. Hast du was gefunden? Nein, ich habe nichts gefunden. Es ist top gemacht, ist auch so besprochen, wie es gemacht worden ist. Aber hier kann man auch mal sehen, was ein normaler Gutachter nicht weiß. Bei so einem Fahrzeug zum Beispiel, wenn man die Seitenwand neu einschweißt, da ist überall das schwarze Stemmung. Die ist verklebt, die musst du erneuern. Da musst du Löcher ausschneiden für die runden Fenster. Das muss neu gemacht werden. Das ist von Fiat nicht vorgegeben. Das Loch von dem Kamin, von der Heizung. Oder hier am Boden, wo das Gas das Gasbell, der sitzt hier hinten, damit Gas nach unten austreten kann, falls das undicht ist. Das sind Sachen, die sind in keinem Computer drin. Die muss man wissen und da muss man die mit der Hand vorgeben, diese Zeiten, Werte und diese Materialien. Sehr schön. Ja, also wenn ihr mal einen kaputten Malibu oder Karthago habt, ja, dann scheut nicht den Weg, fahrt nach Aldenhoven. Du bist der größte Karthago-Malibu-Händler Europas. 1,82. Und ihr habt viele kommen von ganz weit her, wollen hier die Autos reparieren lassen. Ja. Ja, das ist so. Also wir haben wirklich Fahrzeuge, die kommen aus ganz Europa zu uns gefahren, eben weil wir die Qualifikation haben, weil wir aber auch die Auswahl an Neufahrzeugen haben. Und daher kommen hier im Grunde genommen viele Problemfälle zusammen an der Stelle. Ja. Kommt immer nur der Jochen zu euch? Nee, also wenn Happel kommt, kommt auch schon mal Happel Junior, habe ich schon mal hier laufen sehen. Aber meistens tatsächlich ist es der Herr Kölsch. Liegt wahrscheinlich an der räumlichen Nähe dann. Ne? So, da kommt mal mit. Wir zeigen noch gerade eins Fahrzeug. Haben wir eben ein großes Video gedreht, was ganz Tolles. Dem Kunden wurde 500 Euro auf der Autobahn zur Beseitigung praktisch einen Sofortbonus gegeben, wenn man ihn wieder fahren lässt und alles mit 500 Euro abgegolten ist. Guckt euch dieses Video an. Jochen, wie war der Schaden ungefähr am Schluss? Der Schaden war über 20.000, würde ich sagen. Über 20.000. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Marien Caravaning. Das Ganze ist in Aldenhoven. Wir drehen heute mitten im Mai, so muss man es fairerweise sagen. Im heißen Mai. Das Wetter geht auf und wir machen jetzt noch ein paar Fahrzeuge. Aber das hier war ein netter Exkurs quasi. Absolut spontan. Wo gehobelt wird, da fliegen Sterne. Und ich glaube, das macht auch einen Fachhändler aus, oder? Ja, das sehe ich auch so. Das ist halt einfach so. Ne? Ich meine, das ist eine Werkstatt. Hier wird drin gearbeitet. Hier ist relativ hohe Durchgangszahl an der Stelle und von daher denke ich mal, ist das alles gut. Jetzt haben wir den Herrn Kölsch hier rumlaufen sehen, dann haben wir uns gedacht, wir zerren den mal vor die Kamera. So, da kriegt jetzt noch einen Kasten Kölsch. Und der, ich sag mal, ihr expandiert da enorm. So gute Fachleute mit der Expertise zu finden, ihr müsst die ja selber ausbilden. Irgendwann fängt ja jeder mal an, oder mit Wohnmobilen? Ja, ist so. Wir haben bei uns sind von Ingenieure, die bilden wir aus bis Prüfingenieure. Haben wir natürlich die dann mit euch rum erstmal am Anfang? Ja, klar. Ja. Die werden am Anfang, kommst du wie, sag ich mal, im Kindergarten geführt, sage ich mal am Anfang. Auch wenn die schon ausgebildet sind oder das sind schon Gutachter. Ich kann alles. Ja, normal, genau, das sagen die alle, ich kann alles. Aber wenn du dann in einem Caravan-Bereich mal tätig bist, merkst du, ist nicht so. Und die nehmen mir, klar, da sitzt immer einer neben und dann werden die peu à peu an die Arbeit herangeführt. Ja, vielen Dank, Jochen. Du warst schon im Fernsehen, ZDF? Ja, ich war schon im ZDF. Hat deine Mutter sogar gesehen, gell? Ja, deine Mama hat es auch gesehen, Papa auch und andere auch. Tschüss. Ja gut, der Kanal ist ja viel kleiner, meiner. Das sieht ja sowieso keiner. Tschüss.